Gestern ist das neueste Abenteuer mit dem beliebtesten X-Men, mit dem Freddy Krueger aus dem Wunderland, mit Wolverine in Deutschland auf DVD, Blu-ray und Blu-ray 3D veröffentlicht worden. Exklusiv beim Mediamarkt gibt's, wie von 20th Century Fox gewohnt, eine limitierte Steelbook-Version der 3D-Fassung. Und im heutigen Video möchte ich euch genau dieses limitierte 3D Lenticular Blu-ray 3D plus Blu-ray plus Extended Cut Steelbook zu Wolverine, Weg des Kriegers zeigen. Wolverine ist das erste 3D-Steelbook, wo Fox das umsetzt, was sich Fans wahrscheinlich schon seit einiger Zeit von der Reihe erhoffen, nämlich, dass die technischen Details und sonstigen Informationen rund um den Film und den Release nicht auf das Steelbook selbst gedruckt wurden, sondern auf ein Backcoverblatt. Bevor wir zum Frontcover kommen, schauen wir uns das noch einmal schnell an. Wenn wir das Steelbook drehen, bekommen wir die Inhaltsangabe des Films, das Bonusmaterial und die bekannten technischen Details, erfahren, dass die Extended-Version 12 Minuten länger ist als die Kinofassung und bekommen wie immer die Bedienungsanleitung für eine 3D Blu-ray. Entfernen wir jetzt einmal dieses Backcoverblatt aus Papier, das mit nur einem Klebepunkt am Frontcover befestigt wurde und sich damit relativ leicht entfernen lässt, und kommen wir zum Frontcover. Da sehen wir ein, finde ich, sehr cooles Bild von Wolverine, das außerdem genial für das 3D Lenticular aufbereitet wurde. Außerdem, wie von den 3D Steelbooks von Fox gewohnt, setzt sich das relativ nett auf den Rest des Frontcovers fort und geht, wenn man es richtig angebracht hat, ziemlich nahtlos in das über. Entfernen wir jetzt dieses magnetische Lenticular und schauen uns das eigentliche Steelbook-Frontcover-Motiv an. Das entspricht natürlich auch dem, was wir auf dem Lenticular gesehen haben, allerdings mit einer anderen, düstereren Farbgebung, würde ich sagen. Während auf dem Lenticular die blaue Farbe vorgeherrscht hat, ist es halt hier das Gräuliche. Und man muss zugeben, dass sich Fox beim Steelbook-Design hier viel Mühe gegeben hat. Wenn wir das Steelbook bewegen, sehen wir, dass Wolverine selbst fest und nicht durchlässig auf das Steelbook gedruckt wurde, dass allerdings die metallischen Bildelemente wie das Schwert und seine Klauen den metallischen Effekt hervorragend nützen und dass auch der komplette Hintergrund mit dem metallischen Steelbook-Effekt ausgestattet wurde. Perfekt hätte es meiner Meinung nach das Motiv noch gemacht, wenn der Titel ebenfalls nicht durchlässig gewesen wäre, sodass sich der ebenfalls noch ein bisschen vom Hintergrund abgehoben hätte. Aber das sind ehrlich gesagt wirklich Peanuts. Kommen wir nun zum Steelbook Backcover und damit zu dem Teil des Steelbooks, der mir persönlich nicht besonders gut gefällt. Das liegt einerseits daran, dass ein großer Teil von diesem Backcover irgendwie nur schwarz ist, und außerdem, wenn wir das Steelbook bewegen, dann stellen wir fest, dass der Druck hier doch etwas grob erscheint und man etwas feine Details vermisst. Dafür bekommt man allerdings, wie bereits beim Hintergrund des Frontcovers, auch hier einige recht coole Steelbook-Effekte, die vor allem in Bewegung sehr gut zur Geltung kommen. Öffnen wir das Steelbook und wir bekommen einerseits einen Werbeflyer und dann die insgesamt drei Discs. Auf der linken Seite habe ich die Blu-ray 3D, auf der rechten Seite die Standard Blu-ray und dann darunter, in anderer Farbgebung, damit man sie ja erkennen kann, die Extended-Version Blu-ray. Eine DVD-Kopie des Films ist bei diesem Steelbook nicht enthalten. Haben wir alle Discs entfernt, sehen wir das Innendesign des Steelbooks, das schwarz-weiß gehalten ist. Bin ich persönlich jetzt ehrlich gesagt kein großer Fan davon. Vor allem bei Actionfilmen könnte man mit einem Innendesign in Farbe dann doch wesentlich mehr Dynamik versprechen. Auf jeden Fall, dieses Schwarz-Weiß-Design wurde allerdings wie bei den meisten Schwarz-Weiß-Designs bei Steelbooks relativ cool aufbereitet, sodass die hellen Bildelemente sich den metallischen Effekt sehr gut zunutze machen. Und gerade wenn man das Steelbook bewegt, kommt das, finde ich, recht gut zur Geltung.
Eine wirkliche Überraschung dürfte das deutsche Wolverine Blu-ray 3D Steelbook von Fox nicht sein. Immerhin ist es mehr oder weniger genauso aufbereitet worden wie die bisherigen Einträge der Reihe, mit der einzigen Ausnahme, dass die technischen Details und sonstigen Informationen nicht mehr direkt auf Steelbook gedruckt wurden, sondern ein Backcoverblatt aus Papier nützen. Für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung von Fox und eine, die dieses Produkt auf jeden Fall aufwertet. Das Steelbook ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen, macht einen guten Gesamteindruck, wenngleich es auch nicht perfekt ausgefallen ist. So hätte das Backcover etwas besser bedruckt und vor allem auch designt werden können. Und das Innendesign in Schwarz-Weiß ist jetzt auch nicht gerade das, wovon ich ein riesiger Fan bin. Über die Tatsache, dass man die Extended-Version des Films nur in der Blu-ray 3D-Edition bekommt, die dann aber nur in 2D ist, möchte ich lieber gar nicht sagen. Trotzdem, wer die Blu-ray 3D von Wolverine haben möchte, der macht meiner Meinung nach mit diesem Steelbook nichts falsch. Vor allem habe ich schon Informationen gehört, dass dieses Steelbook relativ schnell beim Mediamarkt vergriffen ist, dass es in einigen Märkten gar nicht in den freien Verkauf kommt, weil alle Exemplare bereits vorbestellt wurden. Deswegen, wer es haben möchte, sollte möglicherweise diesmal recht schnell zuschlagen, bevor das Teil vergriffen ist. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es habe und kann es euch, wenn ihr Interesse an dem Film habt, durchaus weiterempfehlen.